Es gibt in Deutschland etwa 31 Millionen Frauen über 20. Und jede von ihnen ist besonders einzigartig. Wir stellen euch ein paar von ihnen vor, weil sie es verdient haben, als ein Beispiel, Vorbild oder zur Inspiration. Und heute dreht sich alles um diese Powerfrau. Ich bin Elisabeth Peetz und seit über 20 Jahren die stärkste Schachspielerin Deutschlands. Also Elisabeth ist auf jeden Fall eine Frau, die sehr detailgetreu ist und sehr klar auf den Punkt. Meine Stärke ist im intuitiven Bereich. Ich habe ein sehr, sehr gutes Stellungsgefühl und das hilft mir nicht nur im Schach, sondern auch im wahren Leben. Das heißt, wenn mir Personen gegenüberstehen, bekomme ich relativ schnell mit, ob sie mich mögen oder nicht. Sie ist sehr akribisch mit dem, was sie macht, und was mich sehr an ihr fasziniert, ist, dass wir so ein bisschen den gleichen Humor haben. Und das bedeutet Ironie. Schachmatt. Schachmatt, das passt sehr gut zu dem Moment jetzt, denn hier geht es eigentlich auch so ein bisschen um den König, nämlich Karl dem Großen. Das ist der Krönungssaal in Aachen und hier ist Karl der Große gekrönt worden. Und wo wir schon mal beim König sind, den gibt es natürlich im Schach. Warum ist der König die wichtigste Figur und wie ist es dazu gekommen? Es ist die einzige Figur, die nicht geschlagen werden darf und die bis zum bitteren Ende auf dem Brett verweilt. Das heißt, im Schach wird der König matt gesetzt und deswegen muss er ja auch bis zum bitteren Ende auf dem Brett verweilen. Und ja, wie das gekommen ist, ich glaube, es hat mit der Historie zu tun, was Schach angeht. Man sagt, es kommt aus dem persischen, indischen Raum. Jedenfalls war es ein Spiel der Könige oder der sogenannten Schachs, und ich glaube, damit hat es auch zu tun, warum der König die wichtigste Figur im Schach ist. Tatsächlich ist es aber so, der König ist jetzt die wichtigste Figur, ist aber nicht die mächtigste Figur im Schach, oder? Die mächtigste Figur im Schach ist die Dame, und ich glaube, früher, als die Schachs untereinander Schach gespielt haben, hatten sie immer die Visiere gegeneinander spielen lassen, weil der König ja nicht die Schachpartie verlieren darf. Und wenn man jetzt Visier auf Türkisch ins Europäische, auf gut Deutsch übersetzt, ist es die Dame. Und damit sozusagen schließt sich der Kreis. Also quasi die rechte Hand des Königs, genau, oder eben auch des Schachs dann in dem, genau, Moment. Kann das jeder lernen? Ich würde sagen, jeder kann Schach lernen. Es gibt sogar der Vater Polgar, also das ist der Vater von den wirklich bekanntesten Schachgeschwistern der Welt. Der ist der Meinung, dass man jedem Kind mit einer durchschnittlichen Intelligenz zum Superspieler heranzüchten, in Anführungsstrichen, kann. Wobei ich da schon der Meinung bin, dass Talent eine gewisse Voraussetzung ist. Zum Beispiel ein gutes Gedächtnis zu haben, hilft ungemein. Und nicht jedes Kind hat von Grund auf ein gutes Gedächtnis. Das, ja, sagt zumindest mein Vater. Er hat ja auch Erfahrung als Trainer gesammelt. Wie war es denn bei dir? Ich hatte ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Das heißt, ich konnte immer wunderbar auswendig lernen. Ich war da auch relativ fix drin und es hat mir in der Schule auch sehr geholfen, das auswendig lernen. Denn ich musste A, weniger lernen als alle anderen, und B, natürlich auch ging es viel schneller. Und damit war das für mich in den Auswendiglernfächern ein sehr großer Pluspunkt. Und wie war das insgesamt bei euch in der Familie? In der Familie war es so, mein Vater war früher Profi-Schachspieler gewesen, war auch mehrfacher DDR-Meister, und dadurch, dass er vom Schach gelebt hat und an verschiedenen Wettkämpfen teilgenommen hat, um Preisgelder zu gewinnen, hat er meinem Bruder schon als Vierjähriger sozusagen ihm das Schach beigebracht. Der ist älter als du, dein Bruder. Mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich, und ich bin dann immer mitgekommen, weil meine Mutter hat einen Vollzeitjob und am Wochenende ist sie auf Weiterbildung gegangen, sodass die Kinderbetreuung auf meinen Vater mehr oder weniger verteilt wurde. Und der hatte nichts Besseres zu tun, als Schach zu spielen mit euch? Genau, der hat uns einfach mitgenommen, weil er auch wusste, dass immer beim Schach gibt es immer sehr, sehr viele Leute, und ich war damals eben nicht in der Lage, Schach zu spielen. Ich war 4, 5 Jahre alt, aber er war immer sich relativ sicher, dass da jemand ist, der sich um mich kümmert. Und ich hatte auch immer irgendwelche Leute um mich herum, die auf mich aufgepasst haben, während mein Bruder und mein Vater eben die Figuren geschoben haben, auf gut Deutsch. Aber im Sandkasten war der hoffentlich auch mal, oder? Nee, wir waren auch im Sandkasten. Ja, also es gab ein Hinterhaus, einen Sandkasten, und ich war eigentlich auch jemand, der sehr, sehr viel gespielt hat als Kind.
Okay. Ich weiß, dass du eine beste Freundin hast. Die spielt eine ganz besondere Rolle in deinem Leben. Erzähl mal. Genau, eine meiner wirklich besten Freundinnen. Sie begleitet mich schon seit über 20 Jahren zu Turnieren, ist Antoinetta. Und das Witzige ist halt auch, dass immer, wenn ich gegen sie gespielt habe, habe ich verloren. Und auf der einen Seite war sie meine beste Freundin. Wir sind zusammen in Bars gegangen. Wir haben sogar zusammen Urlaub gemacht. Aber dennoch, wenn ich gegen sie spielen musste, habe ich verloren und ich konnte mir das nicht erklären. Aber es hat der Freundschaft keinen Abbruch getan. Es ist ja auch so, die besten Freunde kennen einen dann doch am besten, wenn man das so sehen will. Ne? Ja, natürlich spielt im Schach der emotionale, psychologische Bereich eine durchaus wichtige Rolle. Man kennt die Stärken und Schwächen seines Gegners auch emotional gesehen, weil manchmal ist es im Schach halt so, es gibt nicht einen richtigen Zug, es gibt verschiedene Züge, die gut sind und dann musst du dich eben entscheiden, welchen Weg du wählst, beziehungsweise natürlich auch, welcher Weg ist für deine Gegnerin vielleicht der unangenehmste. Dieser Weg wird kein weiter sein, er führt uns direkt zur nächsten Spielfigur. Das da übrigens ist der Granusturm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der ist eigentlich nach dem keltischen Heilgott irgendwann mal gebaut worden. Und wo wir gerade beim Thema Turm sind, das ist ja auch eine Figur im Schach. Erzähl uns doch mal, wie wichtig ist die Figur Turm im Schach? Also erstmal nach der Wertigkeit ist der Turm die zweitstärkste Figur im Schach nach der Dame, denn er ist für die Königssicherheit verantwortlich. So wie der Turm das sicherlich damals auch gewesen ist. Das kann gut sein, dass deswegen das so wunderbar jetzt Sinn ergibt. Wir hatten Corona. Und das hat natürlich sicherlich für dein Leben, für deine Wirkung bezüglich Schach auch eine große Rolle gespielt. Erzähl mal. Am Anfang hatten wir den Lockdown, da hat auf gut Deutsch nichts stattgefunden. Alle Turniere waren ausgefallen und viele meiner Kollegen hatten finanziell natürlich Probleme gehabt, irgendwie Geld zu verdienen. Klar, also ich zum Beispiel hatte den Vorteil, ich konnte Unterricht geben, weil mein Vater mir es schon relativ früh beigebracht hat, wie ich Wissen auch an Leute übermittle. Das war ein kleiner Pluspunkt. Und nachdem der Lockdown zu Ende war, gab es ein weiteres Problem, und zwar die Impfkampagne und natürlich den Aspekt, dass die Russen als auch die Chinesen mit dem falschen Impfstoff geimpft wurden. Sputnik und Sinovac und deshalb dennoch in Deutschland, als wir 2G hatten, in der Bundesliga nicht spielen konnten. Erst jetzt, würde ich sagen, ab 2022 kann man wieder davon reden, dass im Schach alles normal ist, aber dann kam der Krieg. Und jetzt ist wieder nichts normal. Ist wieder schwierig dann. Ne? Weil jetzt die Ukrainer nicht gegen die Russen spielen dürfen, als kleines Beispiel. Und dadurch unsere Wettbewerbe sich wieder verschieben. Wie ist das eigentlich mit der Kalorienverbrennung, wenn man spielt? Also man hatte natürlich bei verschiedenen Spielern das Experiment gemacht und hat da Pulsuhren und andere Messgeräte ans Handgelenk gebunden und hat das mal gemessen. Und angeblich war der höchste Kalorienverbrauch, der je gemessen wurde, während einer Schachpartie, die über, sagen wir mal, 4-5 Stunden ging, bis zu 2000 Kilokalorien. Wow! Ja, also Schach ist durchaus ein sehr anstrengender Sport. Deswegen würde ich auch sagen, es ist ein Sport, weil wir ordentlich Kalorien lassen. Wobei ich sagen muss an der Stelle, es kommt echt drauf an, was du für ein emotionaler Typ bist. Denn was ich glaube ist, dass diejenigen, die relativ instabile Pulsverläufe hatten, je nachdem welche Gefühle, welche Partiephase, ob sie viel Zeit auf der Uhr hatten oder nicht, die natürlich verbrauchen wahrscheinlich mehr als sozusagen die Leute, die relativ monoton emotional da durchgehen, wie zum Beispiel Magnus Carlsen, der Weltmeister, bei dem hat man gemessen, der hat einfach einen Ruhepuls weg, als gäbe es sozusagen keinen Morgen. Gut, als Letztes noch, wie sieht es denn aus mit deiner Ernährung? Ich auf gut Deutsch pfeife darauf. Also, alles, was es hergibt. Also alles, auf was ich Bock habe. Ich habe mich beim Turnier nie eingeschränkt mit irgendwas. Und selbst wenn ich Lust habe auf ein Glas Wein, dann trinke ich ein Glas Wein. Aber ich kenne viele Kolleginnen, die zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol trinken würden. Und natürlich auch vielleicht welche, die dann genau darauf achten, ob sie Kohlenhydrate oder Fette vor der Partie essen. Ich weiß nicht, ich habe für mich noch nicht festgestellt, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Ich würde einfach mal sagen, nein. Das wohl bekannteste Buch über Schach wurde von Stefan Zweig im Exil geboren. Der Hauptprotagonist saß in Isolationshaft. In einem Turm? Womöglich nicht. Schachnovelle, Stefan Zweig. Kennst du das Buch? Ich kenne es nicht nur. Ich musste darüber im Deutschunterricht ein Referat halten. Und als ich dann mir gewagt habe, Stefan Zweig zu kritisieren, hat mir der Deutschlehrer 2 Punkte abgezogen. Nicht dein Ernst? Doch. Worum geht's denn da?
Das Buch geht natürlich um einen gewissen Dr. B, der in Isolationshaft ist und der dann eben ein Schachbuch gerät oder ein Schachbuch sich ergattern kann und dann anfängt eben das Buch auswendig zu lernen und dann irgendwann gegen sich selber spielt und daran wahnsinnig geworden ist. Ah, okay. Hast du schon mal gegen dich selber gespielt, also online-mäßig? Nee, so schlimm war es noch nicht. Okay. Wie sieht es denn aus mit, apropos Buch, hast du nicht selbst auch ein Buch geschrieben? Genau, ich habe auch ein Buch geschrieben und zwar jetzt erst vor kurzem. Und zwar nennt sich das Buch Der vorletzte Fehler gewinnt. Wenn es einen vorletzten Fehler gibt, gibt es logischerweise auch einen letzten Fehler. Und wenn der vorletzte Fehler nicht der letzte ist, dann ist eigentlich mehr oder weniger selbsterklärend, dass der vorletzte Fehler gewinnen muss, weil dann der nächste Fehler der letzte ist, der dann logischerweise die Partie verliert. Gibt es Bücher, die du gerne liest? Ich habe früher sehr, sehr viel Stephen King gelesen. Ich weiß gar nicht, was mich daran fasziniert hat. Das finde ich auch gut. Wahrscheinlich einfach, weil das so surreal teilweise gewesen ist. Und danach habe ich die ganzen Harry Potter-Dinger auf Englisch gelesen, weil ich mit dem Film nicht so zufrieden war, beziehungsweise auch nicht mit der deutschen Übersetzung. Und dann irgendwann habe ich aufgehört mit Lesen, weil ich mich viel mehr für Sachen interessiert hat, irgendwie, die im Internet gestanden haben. Ich habe sehr viele Nachrichten gelesen. Ich habe sehr viele Schachnachrichten logischerweise auch gelesen und Schachbücher lese ich immer noch. Aber jetzt so Zeit für so ein Buch zu haben, für einen Roman in letzter Zeit, irgendwie kam es nicht dazu. Es gibt auch für dich drei Dinge, die für dich die wichtigsten Dinge sind. Was ist das genau? Also gut, ich glaube, heutzutage wird jede erwachsene Person, ausgenommen meiner Mutter, die hat sich bis vor 2 Monaten einfach geweigert, ein Handy zu besitzen. Jetzt hat sie eins, weil sie durch das Online-Banking mehr oder weniger und durch die TAN-Vergabe dazu gezwungen oder genötigt wurde. Aber ja, sonst natürlich die Mehrheit aller Menschen braucht ein Handy zur Kommunikation. Das macht es natürlich auch leichter, im Leben klarzukommen, weil wir überall im Handy natürlich nachgucken kann, wohin man muss, welche Tickets man bucht, alles mittlerweile funktioniert digital. Deswegen ist auch für mich das Handy unentbehrlich. Spielst du doch schon mal Schach auf dem Handy? Ja, also ich habe mit meinem Handy mich auch schon auf eine Partie vorbereiten Nicht können. Nicht echt? Doch, das funktioniert. Also du kannst auch mit dem Handy im Schach betrügen. Deswegen dürfen wir auch gar keine Handys mit in den Turniersaal nehmen. Okay. Technische Geräte sind verboten. Aber hier sind teilweise Schach-Engines schon drauf auf den App, die deutlich besser sind als du und du kannst eben auch hier deine Partien nachspielen und gucken, wenn du jetzt keinen Computer parat hast, was hast du nach der Partie falsch gemacht, was kannst du besser machen. Dafür ist ein Handy eigentlich mittlerweile gut genug. 2 Sachen fehlen noch? Ja, und zwar habe ich dann noch meine wirklich abgeratschten Sportschuhe, die sehen auch nicht mehr so toll aus, aber irgendwie seit 10 Jahren sind sie an meiner Seite und in letzter Zeit habe ich einen Hype dafür entwickelt, Indoor Spinning Cycling zu machen. Dazu habe ich auf YouTube einen wunderschönen Kurs von der Cycling Sophie entdeckt und als ich diesen Kurs gesehen habe, brauchte ich nur noch das Indoor Bike. Das konnte ich jetzt nicht mitnehmen, weil das ein bisschen größer ist. Und was gibt es noch für Hobbys? Ich schwimme sehr gerne, aber das ist halt bei uns ein bisschen saisonal. Also ich wohne am See, deswegen im Sommer bin ich dann auch sehr, sehr häufig am See. Jetzt natürlich ist es ein bisschen kalt und das nächste Schwimmbad ist dann doch ein bisschen entfernt. Verstehe. Und unabhängig davon habe ich mich immer für Fremdsprachen interessiert. Ich spreche ganz gut Russisch, ich spreche fließend Englisch. Ja, panimayo paruski. Neplocha. Ich habe das mal in der Schule gehabt, deswegen weiß ich noch ein bisschen was. Ich habe auch in der Schule Russisch gelernt und war halt sehr, sehr viel in Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Deswegen habe ich die Sprache von früh an kennengelernt und eigentlich auch lieben gelernt. Und ja, unabhängig von Fremdsprachen. Reiten? Reiten habe ich nie gemacht, würde mich aber extrem interessieren, aber irgendwie hatte ich die Gelegenheit in meinem Leben nicht gehabt. Und ich will noch jodeln lernen. Das kann ich zum Beispiel noch nicht, aber das war immer etwas, was mich gereizt hat. Und da wollte ich jetzt auch irgendwann mal die nächsten paar Wochen Anlauf nehmen. Habe eine Jodellehrerin in Berlin schon gefunden. Sie weiß noch nichts von ihrem Glück, aber das war noch auf meiner To-Do-Liste. Das ist bestimmt total lustig. Was ist mit Filme gucken? Ja, es ist gut zum Entspannen. Natürlich am Abend einen Film gucken, wenn man was isst. Das ist irgendwie mehr oder weniger Routine geworden bei mir und meinem Freund. Also Netflixen tun wir natürlich alle. Es gibt auch diesen Film Damengambit. Genau. Ist das jetzt ein Film, den man als Schachspielerin unbedingt gesehen haben muss oder als Schachspieler? Es ist ein wunderschönes Schachmärchen, so würde ich es bezeichnen, hat aber mit professionellem Schach meines Erachtens gar nicht viel zu tun. Also in dem Film oder in dieser Serie, besser gesagt, geht es eigentlich eher um die Rolle
einer Frau in einer männerdominierten Gesellschaft und das eben unter dem Deckmantel von Schach wunderbar inszeniert. Das heißt, wir haben im Schach 90% Männeranteil und 10% Frauenanteil. Damit bedienen wir sozusagen dieses Klischee. Kann man dann davon ausgehen, dass dieser Film mehr oder weniger nicht unbedingt den Nachwuchs anzieht? Oder wie ist es? Doch, es hat. Also, was ich dieser Serie auf jeden Fall zuschreiben muss und was auch richtig, richtig gut war, es hat einen Schachhype ausgelöst und es gab dann auch, als die Serie sozusagen auf Netflix lief, gab es dann auch natürlich sehr, sehr viele Anfragen an meine Kollegen und auch an mich selber, ob ich Schachunterricht gebe. Und die sind dann halt gekommen und hatten eben ein paar Wochen, zwei Monate, wenn es hochkommt, Schachunterricht genommen. Und dann haben sie aufgehört, weil sie wahrscheinlich festgestellt haben, dass es keine 7 Serien dauert, um Weltmeister zu werden, sondern dass Schach doch ein sehr zeitintensives Hobby ist. Nee. Und dass man eben nicht so wie in der Serie sozusagen in 7 Serien Weltmeister wird und von 0 auf 180 sozusagen hochprescht. Das heißt aber dann doch auch, dass vielleicht auch, du hast gerade gesagt, sind ganz viele Leute gekommen, wenn man jetzt mal auf den Nachwuchs geht. Erstens, gibt es den? Zweitens, wie macht der Nachwuchs das? Spielen die noch richtig hier so Brettspiele oder machen die das eher online? Jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich ist sehr, sehr viel online passiert und dann ist auch das Spiel Schach als Twitch-Hype entstanden. Wir haben da auch ein paar Streamer in der Schachszene, die jetzt eigentlich vom Twitch leben. Dennoch ist das traditionelle Schach, wo man sich gegenüber sitzt und wo man eben diese Atmosphäre genießt, zu populär, als dass ich irgendwie die Befürchtung hätte, dass es irgendwann aus dem normalen Leben verschwindet und alles nur noch digital funktioniert. Dann würde ich sagen, gehen wir dieser Frage doch einfach mal nach. Und wo anders als bei SK Gaming führen die E-Sports-Organisationen mehr als 75 Meisterschaftstitel in 2 Jahrzehnten. Hallo! Mit voller Wucht bin ich angekommen sozusagen. Und Elisabeth natürlich auch. Das ist übrigens Silana Kunz. Sie ist E-Sportlerin und sie ist Teil des Projektes Equal E-Sports. Und bevor wir da in die Tiefe gehen, klären wir doch zunächst einmal, was das überhaupt ist. Im Bereich Gaming haben wir ungefähr 50% Mädchen und 50% Jungs. Im Bereich E-Sport verlieren wir die Mädchen aber auf der Strecke. Und das wollen wir umdrehen. Wir möchten sie nicht verlieren, wir möchten sie gerne fördern, wir möchten ihnen gerne die Chance geben, genau das Gleiche zu erleben, was auch Jungs heutzutage erleben, im Hochleistungssport und daher die Initiative. Aber natürlich hat es was damit zu tun, dass wir Chancen geben müssen, Plattformen bauen müssen. Wir werden aber auch gleichzeitig Trainings anbieten. Wir werden Spielern oder Spielerinnen aber auch über Ernährung, über Vorbereitung, über das ganze Thema Gaming immer weiter bilden. Ich wünsche mir, dass nicht nur die E-Sports und Gaming-Szene infiziert im positiven Sinne, sondern ganzheitlich auch nochmal zeigt, was in der Gesellschaft gerade los ist und was wir verändern wollen. Sag mal, Sportarten. Machst du eigentlich auch Outdoor-Sportarten oder jetzt nur E-Sport? Ich war tatsächlich, bevor ich mit Brawl Stars angefangen habe, sehr, sehr aktiv. Ich habe, bis ich 19 war, 7-Kampf gemacht, Leichtathletik. Ich habe 6-mal die Woche trainiert und habe dann aufgrund des Studiums damit aufhören müssen. Habe dann zu Klettern gewechselt, andere Sportarten ausprobiert, Basketball, was auch immer. Und als Corona kam, konnte ich plötzlich nichts mehr machen. Und habe dann deswegen erst mit Brawl Stars angefangen. Also ich bin tatsächlich sehr spät eingestiegen. Ich habe eben kurz das Thema Equal E-Sport angesprochen. Da geht es ja, worum genau vielleicht? Also wir haben zwar den kurzen Spot gerade gesehen, aber wie sieht es eigentlich aus mit diesem Thema jetzt in Bezug auf das, was du machst? Also wir haben in Brawl Stars sehr wenige Frauen, die das Ganze auch schon im E-Sports machen. Es gibt viele Frauen, die das just for fun spielen, aber wenige bis gar niemanden, der es auch mal an ein Monthly Final probiert hat oder an Worlds zu gehen. Also wir haben jetzt 16- bis 20-Jährige, die ich jetzt coache. Kann man das eventuell irgendwie miteinander vergleichen? Gibt es da überschneidende Beispiele? Also ich kann zumindest jetzt, was sie sagt, insofern vergleichen, dass wir 90% Männeranteil und 10% Frauenanteil haben. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass es natürlich eine Männerdomäne ist. Ja. Und in westlichen Ländern sogar ist es noch krasser. Da ist zum Beispiel, haben sie jetzt vor allem in den skandinavischen Ländern rausbekommen, dass es da nicht mal 10%, sondern sogar noch weniger, 5% oder 3%. Also vergleichbar damit in einem Land, wo praktisch Gleichberechtigung oder wo die Frau nicht so ein untergeordnetes Frauenbild eben innehat,
da ist die Quote im Schach sehr, sehr gering. Und in den Ländern, wo sozusagen das Frauenbild eben, ja, zum Beispiel Teheran, also Iran oder Saudi-Arabien, da ist die Frauenquote deutlich höher, weil dann eben wahrscheinlich Frauen Schach spielen, um sich zumindest auf den 64 Feldern irgendwie gegenüber den Männern profilieren zu können. Das ist meine Vermutung, dass das dahinter steckt. Und woran liegt es jetzt, dass es nur 2% Frauen gibt, die jetzt unter sehr, sehr vielen Großmeister eine sehr geringe Zahl abbilden? Ich glaube einfach, dass Schach ähnlich wie Mathematik und Physik eben Bereiche sind, die für Männer insgesamt interessanter wirken. Und ich glaube auch in der Kindheit ist es häufig so, dass junge Mädchen auf Farben mehr oder weniger fokussiert sind. Das heißt, wenn das Schachbrett jetzt rosa wäre, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch an der Stelle, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann eben das Interesse von dem kleinen Mädchen eher geweckt wird, weil es eben farbaffin ist. Bei Jungs aber ist es wahrscheinlich nicht die Farbe, die da so ein Signal auslöst, sondern eher die Art und Weise, wie die Figuren aussehen. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt das Mädchen nicht mit Schach in irgendeiner Hinsicht konfrontierst, ob das in der Schule ist oder der Großpapa oder eben ein rosa Schachbrett, dann werden die meisten gar nicht erst auf dieses Spiel aufmerksam. Aber es ist doch auch so, dass die, zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen, dass die Männer sehr viel risikobereiter sind. Da gibt es auch so eine Theorie, die das belegt. Da gibt es Wissenschaftler, die sagen, das liegt alles einzig und allein am Testosteron, weil dieses Hormon bei Männern deutlich stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. Und dieses Hormon ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass die Risikobereitschaft bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen. Das hat aber wahrscheinlich auch evolutionsbedingt damit zu tun, dass die Frau eben Kinder bekommt und damit einen Schutzmechanismus irgendwo tief in ihr drinne hat. Und im Schach ist es ja auch wirklich so, dass ich zumindest würde ich das behaupten, dass Männer in bestimmten Situationen dann doch deutlich risikobereiter sind, einen ja, etwas schärferen Zug zu wählen, als es vielleicht in der statistisch gesehen Gesamtheit der Frauen der Fall wäre. Du nickst das ab, ist das im E-Sport auch so? Was mir bei meinen Mädels auffällt, ist immer wieder, dass sie an sich selbst sehr viel zweifeln und deswegen auch nicht so aggressiv gerne reingehen, weil sie denken, ich könnte es jetzt probieren, das Risiko ist da, dass der Play nicht funktioniert, also mache ich es schon gar nicht. Aber dennoch ist doch das Thema Equal Pay gerade auch bei euch im Schach. Ist ein Thema, oder? Das ist ein Thema und ich bin auch damals 2019 aus der Nationalmannschaft ausgetreten, weil ich es satt hatte, dass bei den Frauen zum Beispiel, wir haben Kaderlisten, also im Sport gibt es ja den A-Kader, den B-Kader, den C-Kader und bei uns war das eben so gewesen, dass im A- und B-Kader praktisch die Zuschüsse für Training und Turniere bei den Männern teilweise dreimal so hoch waren wie bei den Frauen. Und da war es eben so, der Zuschuss bei den Männern war 1500 Euro für ein Turnier Europameisterschaft, das heißt zumindest Flug, Hotel und Essen einberechnen, du bist dann schon bei 1500 Euro dabei. Die Frauen haben aber nur einen Zuschuss von 500 Euro bekommen. Aber das Turnier war jetzt nicht ein Drittel so teuer. Also es war genauso teuer, aber am Ende musste praktisch die Frau 1000 Euro aus ihrer eigenen Tasche bezahlen, um das Turnier zu spielen. Und die Männer haben eben den Zuschuss von 1500 bekommen. Und die Begründung war einfach, dass Männer stärker sind als Frauen und damit sozusagen war das Thema für die Funktionäre beendet. Aber auf der anderen Seite habe ich argumentiert, ihr wollt doch, dass wir Europameisterschaften spielen. Ob wir die jetzt in der Frauenkategorie, in der Seniorenkategorie, in der Kinderkategorie oder in der Männerkategorie spielen, wir haben die gleichen Kosten. Ja. Das heißt, ihr müsstet schon die gleichen Zuschüsse verteilen. Und das war einer der Hauptaspekte, wo ich dann gesagt habe, irgendwie genug ist genug. Es gab dann natürlich noch eigentlich einige andere Geschichten, die mir nicht gefallen haben. Und da bin ich ausgetreten und dann ja, später gab es eine 180-Grad-Wende und jetzt sind die Zuschüsse gleich. Also ich habe zumindest in der Hinsicht etwas erreicht. Ja, ja, das finde ich gut. Was gibt es noch für Spiele, die Frauen spielen im E-Sport-Bereich? Es gibt natürlich die männerspezifischen Spiele. Ja. Und ich kenne sehr viele Frauen, die zum Beispiel auch FIFA spielen, Valorant, irgendwelche Shooter generell. Und dann gibt es natürlich auch die frauenspezifischen Spiele, die sowohl Männer als auch Frauen zocken. Also generell glaube ich, es gibt mehr Frauen in den Games, wie wir eigentlich glauben oder zu wissen glauben. Aber sie wollen sich auch nicht so wirklich zeigen. Valorant ist zum Beispiel ein Spiel, niemand wird da jemals als Frau den Voice-Chat benutzen, weil du sofort angeschnauzt wird von wegen, ah, wir haben jetzt eh schon verloren, wir haben ein Frauenteam. Oh. Wir haben ein Reaktionsspiel, das habe ich mir gewünscht für euch beide, um mal zu gucken, wie hier die Skills gelandet werden. Wollen wir rübergehen? Sehr gerne. Cool, dann machen wir das. Bitte. 224 Millisekunden braucht eine gute E-Sportlerin, um auf ein optisches Signal zu reagieren.
arme Elisabeth. Ja, da geht noch was, Mädels. Schneller. Super. Ich glaube, wir haben ein sehr deutliches Ergebnis. Ja. Ihr dürft übrigens auch beide Hände verwenden. Beide Hände. Oh, ja, das ist jetzt, das bedeutet Ende. Wirklich richtig gut gemacht. Wir haben eine Siegerin. Ratet mal, wer hat gewonnen? Natürlich die Schachmeisterin. Richtig, 55 zu 49 und das in 30 Sekunden hast du so viel mehr gebuzzert, nämlich 6 Mal. Großartig. Sag mal, Sunny, ist das eigentlich so, dass man in eurer Generation vielleicht auch noch echte Brettspiele macht? Also man trifft sich und macht Brettspiele, nicht digital, nicht online? Ah, okay, alles klar. ja, ich habe tatsächlich mich letzten Samstag noch mit Kollegen getroffen. Wir haben Karten- und Brettspiele gespielt, also das existiert schon noch auch bei uns. Okay. Und wie sieht's aus, Elisabeth? Menschen oder Computer? Wer hat da die Nase vorn? Also im Schach ist es schon seit 2002, kann man inoffiziell, da gab es ein Match zwischen Kramnik und Fritz. Und da hat man Kramnik schon den Vorteil gegeben, dass er wusste A, was die Maschine rechnet. Mhm. Und B, hat er auch alles Material gehabt, was er braucht für die Eröffnungsvarianten. Aber er hat trotzdem Haus hoch verloren. Und ab dem Moment kann man eigentlich im Schach schon davon reden, dass es vorbei ist, also dass der Mensch keine Chance mehr hat gegen die Maschine. Es ist auf jeden Fall so, dass man ja Reaktionsschnelligkeit braucht und man muss sich viel merken können im Schach. Also man braucht im Schach natürlich gutes Gedächtnis, das ist sehr hilfreich, denn wir haben im Schach sehr, sehr verschiedene Eröffnungsvarianten. Das heißt, wenn man die ersten 15 Züge auswendig kann, Hauptzüge, ist das gut. Wenn man aber dann neben den Hauptzügen auch noch die Nebenzüge im Kopf behält, ist das noch besser. Und natürlich, wenn man da sehr, sehr gut vorbereitet ist und ein gutes Gedächtnis hat, muss man nicht so oft das alles wiederholen, sondern man merkt es sich einfach. Und das ist in der Anfangsphase der Schachpartie extrem wichtig. Wie ist das im E-Sport? Wir brauchen auch Reaktionsgeschwindigkeit, Kommunikation, die ich schon angesprochen habe, und natürlich auch Gedächtnis. Wir haben sehr viele Charaktere mit noch mehr Fähigkeiten, die man aussuchen kann. Also ein bisschen Gedächtnis braucht es da schon auch. Beim Schach werden beide Gehirnhälften beansprucht. Damit können sich gute Schachspielerinnen ganz schön viel merken. Auch Farben und Tonfolgen. Warm anziehen, Sunny. Seid ihr soweit? Und bitte. Und das bedeutet, wir haben eine ganz klare Siegerin. Dieses Mal hat Sunny gewonnen und damit steht es 1:1. Und ich finde das sehr versöhnlich. Ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und für dich gilt natürlich, Elisabeth, wir können dich nicht gehen lassen, ohne dass du nicht einmal eine Partie Schach spielst. Und da habe ich für dich was vorbereitet. Also ich weiß ja, dass Elisabeth eine Frau ist, die ja auch aus gutem Grund aus der Nationalmannschaft ausgestiegen ist, um eben auch ein Zeichen zu setzen. Und ich würde mir wünschen, dass sie da einfach auch dabei bleibt, weil am Ende des Tages ist vieles von dem, was wir machen, eher für die Generation, die nach uns kommt und nicht für uns selbst. Heute geht es gegen Peter, nicht den Großen, aber gegen Peter. Er ist Vorstand von Aufwärts Aachen. Peter, wie lange spielst du schon Schach? Ach, fast über 40 Jahre schon. 40 Jahre schon? Mhm. Okay, das wird ein einfaches Spiel für dich. Spielt länger Schach als ich. Ja, okay, aber ich, da du ja Großmeister bist und 6 Mal schon gegen Kasparov gespielt hast. Lief nicht besonders gut, müssen wir nicht näher drauf eingehen, okay, aber ist klar. War eine gute Erfahrung. Dann erlöse ich euch jetzt und sage, mögen die Spiele beginnen. Okay. Das ist ein bisschen wie Tempofußball. Ein bisschen, aber wir haben halt auch nur beide 5 Minuten. Mhm. Und diese Zeit müssen wir uns gut einteilen, weil sonst wäre es am Ende doch etwas kritisch. Und das ist wirklich so, dass der Kopf so schnell arbeitet, Peter, in dem Moment? Du bist so konzentriert. Ich versuche, dich aus der Ruhe zu bringen, so ein bisschen. Ich merke es. Der Frau und so da ich. Ne? Ja. Okay, ja, dann vielen herzlichen Dank. Es war mir wirklich eine Freude, dieses Gespräch heute mit Elisabeth Petz zu führen. Sie ist Großmeister der Frauen im Schach. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen bei Power sucht Frau. Und ich bin gespannt, welche Powerfrau wir beim nächsten Mal im Gespräch haben werden.